ja, das hat gut geklappt. Hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich heute wieder einmal hier draußen, oben bei uns an der Nordseeküste, in der Nähe des Ortes Sivan. Und hier gibt es einen ganz interessanten Ort, einen ganz interessanten Spot. Der nennt sich die Pippinsburg. In der befinde ich mich jetzt auch gerade hier. Wie du sehen kannst, ist von einer Burg natürlich insofern nicht allzu viel zu sehen. Und zwar ist es eher eine Burgruine. Es befindet sich hier noch diese Ringwallanlage, die um mich herum führt. Die ist noch ein Überrest davon. Und ansonsten ist das Ganze hier eher ein Naturpark. Alles schön naturbelassen. Und man kann hier gut spazieren gehen, hier an der Geest. Ja, ich habe mir ein paar Notizen wieder gemacht zu dem geschichtlichen Hintergrund der Pippinsburg. Dann werde ich jetzt hier mal gleich meinen schlauen Zettel rausnehmen. Ich filme mit der Hero 9 hier gerade und ich habe nach langer Zeit auch mal wieder das von Scotty Mix Stuff, das Gimbal mit dabei, das Z-Achsen-Gimbal, wenn wir hier unterwegs sind. Des Weiteren habe ich noch die X2 hier am Laufen, die 360-Grad-Kamera, und das werde ich dann nachher wie gewohnt für euch zusammenschneiden. Okay, ja, die Pippinsburg hier in der Nähe von Sivan in der Geest, die war vor der Eindeichung her von der Weser aus schiffbar. Das heißt also, direkt Schiffe konnten hier Kurs nehmen auf dieses Gebiet. Und um das ganze Gebiet zu schützen vor den Wikingern, die damals auf Raubzügen aus waren, hat man halt diese Ringburg hier errichtet, um das Ufergebiet damit zu sichern vor Überfällen der Wikinger. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das Ganze wurde um 1000 nach Christus erbaut, auf Anordnung von Karl dem Großen. Und zerstört wurde es um 1256, als die Wurster Friesen gegen den Adel auf der Geest vorgingen und diese zurückdrängten. Ja, und dann blieb hier nur diese Ringanlage übrig. Von der Burg ist nichts mehr zu sehen, wie gesagt. Und der Name Pippinsburg kam ursprünglich daher,
von dem englischen Begriff to peep, also ausspähen. Und das hat sich hier ganz gut angeboten, dass man hier über den Wall die Feinde, die sich annähernden Wikingerfeinde, ausspähen konnte. Da kam dann der Name her. Und jetzt werde ich mich hier auch mal wieder nach oben bewegen. Ich habe dann noch die R2S mitgebracht heute. Und die werden wir jetzt gleich mal starten mit dem Active Track in der Folgenfunktion, dass ich die mir hier mal ein bisschen hinterher, vielleicht auch ein bisschen voraus fliegen. Und dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze hier so wird. Ja, ich bedanke mich erstmal, dass du das Video schaust. Falls es dir gefällt, weißt du ja Bescheid. Gib mir einen Daumen nach oben. Schreib einen schönen kleinen Kommentar. Abonnieren, die Glocke drücken. Du weißt ja, wie das läuft. Okay, und jetzt starten wir dann erstmal die Drohne. Und Start. Ja, das hat gut geklappt. So, okay. Da bin ich dann zu sehen. Dann markiere ich mich wieder. Markieren. Active Track, folgen. Go. Ja. Ich mich jetzt entferne. Müsste sie dann hinterherfliegen und wie gesagt den Ästen ausweichen und so weiter, das hatten wir ja alles schon ausprobiert. Das ist ja in der Folgenversion, haut das ja alles recht gut hin. Okay, so. Hier ist so ein Baumstamm quer über den Weg. Da gehe ich jetzt mal unter durch, mal schauen, ob sie das auch hinbekommt, dass sie mich da trotzdem noch begleiten kann. Dass sie sich ihren Weg hier durch das Dickicht sucht. Ja, dauert ein bisschen, aber sie bekommt das ganz gut hin. Schön, freue ich mich richtig drüber. Okay. Ja, kann ich auch mal die Aufnahme laufen lassen? Das hatte ich nämlich eben nicht gemacht, hatte ich vergessen. Okay. Dann wandere ich hier mal voraus und lasse mir die R2S hinterherfliegen. Hier oben auf dem Wall der Pippinsburg. Wie gesagt, 1000 nach Christi errichtet. In Auftrag gegeben von Karl dem Großen. Und schon im 12. Jahrhundert wieder komplett zerstört durch die Wurster Friesen, glaube ich, muss ich nochmal nachschlagen, die hier halt gegen den Landadel aufbegehrt haben. Okay. Ja. R2S macht das richtig gut wieder. Ich finde auch nicht, dass sie zu laut heute ist. Also, das klappt wieder richtig hervorragend. Sie folgt, berechnet sich ihren Kurs. Finde die Lücke. Finde die Lücke. So, jetzt müsste es hinkriegen. Ja, dann kannst du mir eigentlich ganz gut folgen. Okay. Ein Stückchen nach vorne schauen und laufen und die R2S folgt. Ja, sie zieht immer ein bisschen rüber zu dem Baum. Ne? Na gut, ich schau mal. Einfach mal weitergehen, dann löst sie das Problem meistens von sich alleine. Ja, das hat soweit auch hingehauen. Da unten ist jetzt niemand. Dann gehen wir jetzt mal da eben die Stufen runter. Ach komm, R2S, folge mir schon. Ja, runter die Stufen. Schon langsam alles, sodass sie da nicht irgendwo gegen crasht. Hoffentlich. Ja, jetzt bist du da
im Gras. Ja, jetzt ist sie da im Gras. Das sieht wirklich interessant aus, was sie da gerade vollführt. Also, wie kommt das hin? Zwar langsam, aber irgendwie schon. Das sind halt die ganzen Hell-Dunkel-Unterschiede, die sie da auch irgendwo ausgleichen muss. Da sind wir halt im Innenhof der Pippinsburg. Hier ist das Schild wieder. Und die Mavic folgt mir. Jetzt geht's rückwärts. In was für einen weiten Bogen. Aber sie besinnt sich dann auch wieder. Kommt wieder auf meine Spur zurück. Und fliegt zur Seite. Jetzt nicht das Schild hier ran. Ja, die ganzen Berechnungen brauchen natürlich immer ein bisschen. Aber es geht. Hier ist ein schönes offenes Feld. Da müsste das jetzt eigentlich auch richtig gut gehen, dass sie mir folgen kann. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Falls ja, weißt du ja Bescheid. Lass mir einen Daumen nach oben da. Schreib einen schönen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer drüber. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das natürlich jetzt auch gerne tun. Dann lassen wir sie jetzt mal rückwärts fliegen, indem wir darauf zugehen. Schauen, wie weit das gut geht. Okay. Hinter dir die Bäume hast du erkannt. Sehr schön. Kommt auch wieder ein Bäumchen. Das sieht sie auch. Sie geht höher. Super. Also, da gibt es echt nichts dran auszusetzen. Da kann man nicht meckern. Das klappt alles. Ganz geschickt an dem Essen haarscharf vorbei. Ich will sie jetzt mal ein bisschen ärgern. Direkt immer auf sie zuhalten. Soweit das hier möglich ist, machbar ist vom Gelände her. Mal schauen, wie weit wir das treiben können. Dann würden wir jetzt hier runtergehen. Sieht schon ziemlich haarscharf da alles aus. Weiß nicht, ob wir das riskieren sollten. Vielleicht doch lieber ein Stückchen in diese Richtung. Mal schauen, ob sie das noch korrigieren kann. Müsste sie jetzt etwas zur Seite fliegen und mir folgt. Ja, besser, besser. Wenn ich hier hochgehe. Das hat sie sich da ein bisschen festgefahren. Aber okay. Ich gehe mal weiter. Let's see. Ja, es ist wieder durch. Rechne, rechne, rechne. Hat den Ast etwas abrasiert. Aber sie ist noch dran. Gut. Ja, so, ja, gehen wir wieder drauf zu. Und sie fliegt natürlich in die denkbar ungünstigste Richtung. Mal schauen, ob ich sie so ein wenig korrigieren kann. Also will immer dahin ausweichen. Runter, ja. Okay. Jetzt müsstest du das aber eigentlich hinbekommen, dass du mir nicht gegen den Baum fliegst und trotzdem schön vor mir her pendelst. Es macht auch Spaß, wenn man sie dabei immer so ein bisschen korrigiert.
So, es geht hier lang. Okay. Dann geht es erstmal höher, um dann weiter rückwärts zu fliegen. Kannst du wieder höher gehen? Ja. Ja, also so klappt das eigentlich schon richtig, richtig gut. Okay. Moin. Ja, neues Hobby? Ja, kleines Spielzeug, ne? Ja, ja. So. Und das war dann auch schon wieder hier mein kleines Video für dich von der Pippinsburg in Sievern an der Wurster Nordseeküste. Mit der R2S sind wir hier geflogen. Einmal im Active Track und dann eben noch mal im freien Modus, so dass ich ein paar Aufnahmen von der Umgebung hier bekommen habe. Ja, dann danke ich dir, dass du das Video wieder bis zum Ende geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, weißt du ja Bescheid, gib mir einen Daumen nach oben, schreib einen netten kleinen Kommentar, abonnieren, die Glocke drücken, du weißt ja, wie das läuft. Ja, und dann bleibt mir nur dir zu wünschen, dass du natürlich gesund bleiben mögst und unternehmen was Schönes, hab viel Spaß und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.